Herzlich willkommen bei uns im Livestream, lieber Chris, lieber Thorsten. Stellt euch vielleicht einmal ganz kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht, und dann legen wir gleich los, würde ich sagen. Ja, dann machen wir das doch. Hi, also erstmal vielen, vielen Dank, dass wir bei euch sein können. Grüße gehen raus hier an den gesamten Chat, an alle Zuschauer. Und ja, danke Knebel, dass es endlich mal geklappt hat. Ich bin der Chris. Viele kennen mich auch als Rain-CIG aus dem Spektrum vielleicht. Ansonsten liest man meinen Namen öfter mal unter This Week in Star Citizen an Montagen. Ich wollte eigentlich schon mit dem Thorsten ein bisschen früher da sein, aber dann hat mich leider die Grippe irgendwie niedergestreckt und ich lag total flach. Umso schöner, jetzt endlich bei euch zu sein. Ich selber bin Community Manager. Ich denke, wir reden gleich mal kurz darüber, so ein bisschen, was ein Community Manager macht. Genau. Und ich habe den Thorsten heute für euch mitgebracht. Hallo, ich bin der Thorsten. Ich bin Lead Systems Designer für das EUPU-Team. Sitze in Frankfurt und was gibt's sonst noch über mich zu sagen? Bin jetzt bin auch zusätzlich PO für das EUPU-Team, das heißt bei uns Product Owner, das heißt alle Features, die vom EUPU-Team entwickelt werden, die müssen kreativ von mir abgesegnet werden, sonst gehen die nicht raus. Also quasi federführend in dem Bereich, genau, sozusagen. Okay. Ja, die Schnittstelle zwischen der Creative Direction und dem Team sozusagen. Okay. Bevor wir jetzt loslegen, kurze Frage an den Chat. Ist der Sound in Ordnung? Soll ich die beiden lauter stellen oder passt es so? Oder ist die Musik zu laut? Pipapo. Schreibt mir mal kurz Feedback dazu, ob das so in Ordnung ist. Sound ist gut, sagen alle. Ja, wunderbar. Dann begrüße ich euch auch nochmal ganz herzlich. Es ist wundervoll, dass es heute so geklappt hat. Ich freue mich riesig. Es war ja auch eine lange Reise, das mal zu schaffen. Und, ja, aber gut, gegen Krankheit kann man ja auch nichts machen. Wir wollten es eigentlich direkt nach der CitizenCon, also kurz darauf machen. Ja. Aber gut, es rennt ja nicht weg und die Themen bleiben ja sowieso interessant. Wir haben viele Fragen im Vorfeld gesammelt. Ich habe euch die Fragen gegeben. Ihr habt ein paar Sachen gesagt, da können wir nichts zu sagen, das geht halt nicht. Und haben aber, glaube ich, die allermeisten Fragen drin gelassen. Und ich würde gerne erstmal mit dem Chris anfangen und ein bisschen über Community sprechen, bevor wir dann in die Gameplay- und Feature-Themen übergehen. Das können wir gerne machen. Ja, du bist Community Manager bei CRG. Viele kennen dich schon aus Weihnachtsstreams bei mir oder eben, wie du sagtest, aus dem Spectrum, aus den This Week in Star Citizen Posts und so weiter. Vielleicht magst du uns mal so einen kurzen Roundup geben. Was macht ein Community Manager eigentlich bei Cloud Imperium Games so den ganzen Tag? Das ist eine super Frage. Das ist auch immer die schwierigste Frage. Allein schon, wenn man irgendwie seine Steuererklärung macht, dann hat man ja oft das Problem, dass man den Job, den man da macht, meistens in keinem Dropdown-Menü irgendwie findet. Ne? Also Community Manager ist halt eben noch ein ganz junger Job, würde ich mal sagen. So, den kenne ich. Bei mir heißt es Medienkünstler. Das kannst du dich auch nicht ausdenken. Genau. Und dementsprechend heißen Community Manager, vielleicht in anderen Firmen haben die irgendeinen anderen Namen. Vielleicht war es früher so ein bisschen der Public Relations oder der Öffentlichkeitsmitarbeiter. Also die Frage wäre schon fast, was macht ein Community Manager manchmal nicht? In allererster Form würde ich sagen, der Community Manager ist die Schnittstelle zwischen euch, der Community, den Spielern und den Entwicklern, wie zum Beispiel der Thorsten. Ne? Also, wenn der Thorsten jetzt gerade mit seinem Team was Tolles entwickelt hat, dann gibt es irgendwann so einen Prozess, in dem dann auch wir reinkommen und mitbekommen, was da Tolles entwickelt wird. Das heißt, wir gehen einerseits hin und überlegen uns, hey, wie können wir euch das möglichst gut aufbereiten? Ne? Also zum Beispiel, erinnert ihr euch vielleicht, als wir das Medical Gameplay eingeführt haben, da gab es einen ziemlich großen Comlink zum Thema, was ist Medical Gameplay, wie funktioniert es? Wir gehen mal wirklich in alle Details rein, schreiben mal alles auf, hauen noch ein paar Bilder dazu raus. Das ist zum Beispiel was, das macht ein Community Manager unter anderem. Genauso eben, es fängt an mit diesen Wochenupdates. Ne? Was geht diese Woche ab? Was ist irgendwie los bei uns? Euch informiert halten, dass ihr einfach wisst, was so geht und damit ihr hoffentlich nichts verpasst. Genauso schauen wir aber auch irgendwie in Spectrum, auf Reddit und was es sonst so alles gibt, auch hier auf Twitch rein. Und wollen einfach mal ein bisschen rausfinden immer,
was bewegt euch? Ne? Also freut ihr euch über irgendwas? Ärgert euch irgendwas? Warum ärgert euch was? Oder warum freut ihr euch über irgendwas? Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Und das sind wiederum alles Sachen, die wir dann auch aufschreiben und das Ganze versuchen, möglichst professionell in eine Art Report irgendwie reinzuquetschen. Und da reicht die Tinte beim Aufschreiben der Wünsche? Ich kann mir das kaum vorstellen. Das ist krass, ist halt ja manchmal, es geht auch manchmal auch total auseinander. Ne? Also manche wollen, also du hast dann A und B irgendwie als Richtungen und dann schreit die eine Hälfte A, die andere Hälfte schreit B. Ne? Dann kann man immerhin sagen, ne? Also die Meinungen sind weit gefächert, und aber es ist ein Thema, was heiß diskutiert wird. Ne? Also das könnte ja dann auch sein, dass alle sagen, ist mir vollkommen egal. Ne? Ja. Genau, und das wiederum nimmt man dann und trägt man dann aber auch zurück zu den Entwicklern. Das heißt dann zum Beispiel, ich kann Thorsten sagen, hey, was ihr da gemacht habt, kam ganz genial an, hoffentlich. Ne? Aber hier und da haben Leute ein bisschen Bauchweh gehabt. Das sind so Concerns der Spielerschaft. Und dann kommen auch zum Beispiel jemand wie der Thorsten und ich auch gerne mal ins Gespräch und reden darüber und tauschen uns so ein bisschen aus. Und dann sagt er mir so, ah ja, cool, dass du mir das weitergegeben hast, da können wir nochmal in die Richtung drüber nachdenken. Oder er sagt, hey, ganz, ganz easy, ganz ruhig bleiben. Das, was die Community sich wünscht, das wird eh in der nächsten Iteration kommen, das ist unser Plan. Und dann können wir auch vielleicht schon wieder mal hingehen und ein bisschen nachsteuern mit der Kommunikation. Mhm. Also kurzum, das, was der Jared so schön im ISC oder im Star Citizen Live macht, machen wir oftmals hinter den Kulissen. Und ihr könnt euch eigentlich ziemlich sicher sein, wenn irgendwas von Star Citizen gepublished wird, ob das ein Monthly Report ist, ob das ein Comlink ist, egal was, Community Management hat da auf jeden Fall irgendwie drüber gelesen oder aktiv dran mitgearbeitet. Okay. Das heißt also, ihr kümmert euch da um jede Menge Kram den ganzen Tag. Ich denke mal, da ist auch die Auftragsliste nicht zu knapp. Bleibt denn da theoretisch, ich habe es bei den Mods versprochen, diese Frage zu stellen, ich muss die also stellen, bleibt denn da noch Zeit, auch mal zum Beispiel, also wir machen ja häufig solche Community-Events, Community-Streams, wo wir verschiedene, ja, sag ich mal, eigene Events uns ausdenken und die dann durchführen. Schaut sich CIG, schaut ihr oder auch Entwickler sich sowas live im Stream oder auf YouTube oder so auch an und ja, nutzt irgendwie vielleicht einen Teil dieser, ich sag mal, Daten dazu? Ja, also ganz auf jeden Fall. Also wir haben, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, Community Manager, wenn es so um die Skills geht, die er drauf haben sollte, ist Multitasking-Fähigkeit in einem gewissen Grad auf jeden Fall notwendig. Also keiner von uns hat nur einen Bildschirm. Das kommt halt noch dazu. Ne? Das gehört ja auch dazu, so ein bisschen das Stimmungsbild in der Community zu bekommen. Da kriege ich natürlich mit, was wird im Spektrum geschrieben, was wird auf Reddit geschrieben oder sonst überall, wo was geschrieben wird. Wir sind in ganz vielen Plattformen irgendwie unterwegs, wenn auch nicht dann immer ganz offiziell. Aber einfach, damit man wirklich möglichst viel Informationen sammeln kann. Aber eben auch, was macht denn so ein Twitch-Streamer? Also zum Beispiel dein Feedback, wenn du irgendwie was besprichst, dann ist es ja auch für uns super interessant, ne, das zu hören. Es ist aber auch zum Beispiel interessant, dann zu sehen, sagt dein Chat bei allem, ja, sehe ich genauso. Oder sagen da dann irgendwie ganz viele Leute, sehe ich aber anders als du gerade. Ne? Und das sind ja dann Diskussionen. Oftmals gerade in Diskussionen kannst du dann irgendwie gut herausfiltern, was steht dahinter. Und ich glaube, das ist auch so eine wichtige Sache, dass man sagt, selbst wenn jetzt einer sagt, ich finde das und das doof, dass man versucht rauszufinden, was genau findet er doof. So, ja, wir gucken auf jeden Fall so Streams. Wir selber machen ja auch immer mal irgendwie uns Gedanken, was kann man machen. Also zum Beispiel auch die ganzen Contests, die kommen, sind Sachen, die wir uns ausdenken. Wer sich noch vor 2 Jahren bei der IEEE dran erinnert, auf Microtech, den Metroloop Race zum Beispiel, wo man unter der Bahnstrecke, ne, das zum Beispiel habe ich mir ausgedacht, entweder den fand ich übrigens ziemlich cool. Also wir haben das auch probiert im Stream. Ich bin zwar kläglich gescheitert, aber es war ziemlich cool. Glaub mir, ich habe so versagt. Ich musste ja das Ganze auch irgendwie mal erstmal pitchen und sagen, hey, ich habe die und die Idee. Und dann habe ich gedacht, jetzt fliege ich selber mal. Ne? So, und ich spiele regelmäßig Star Citizen und ich fight auch gerne. Ne? Und ich würde mich jetzt auch nicht als den schlechtesten Dogfighter bezeichnen. Aber da durch die Dinger da durchrasen, ich sagte, ich habe Blut und Wasser geschwitzt jedes Mal. Und dann gedacht, oh, das könnte ganz cool sein. Aber genau sowas, da sehen wir dann ja auch, das kam gut an, ne? Und dann sehen das auch andere Entwickler und sagen, hey, das wäre eigentlich eine coole Idee. Wollen wir nicht noch mehr irgendwie mal so gucken, wo wir Racetracks ins Spiel reinbringen können? Und wenn du jetzt halt zum Beispiel das letzte Inside Star Citizen von
gestern Abend, heute ist Freitag, genau, von gestern Abend ansiehst, ne, dann siehst du auch, wo dann sowas irgendwie manchmal auch hinführen kann. Wie sieht es denn eigentlich an der Front aus mit den Wünschen der Community? Du hast vorhin gesagt, ihr schreibt euch da vieles auf und so weiter. Was ich immer sehr viel mitbekommen habe, auch in letzter Zeit, ist, es gibt ja das Referral-Programm, es gibt Concierge-Programm, es gibt eventuell auch irgendwann mal ein richtiges Content-Creator-Programm und viele andere Sachen, wo daran gesessen wird. Und man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass das Team, was also euer Team, so ein bisschen zu klein ist für die Community von Star Citizen. Wird denn an diesen Sachen wirklich aktiv was gemacht? Also auch Richtung zum Beispiel ein 400 oder 500 Millionen Reward, haben wir ja auch im Prinzip die Community noch nichts irgendwie gehört. Oder sind das Themen, die so ein bisschen eher, ja, wie sagt man, unter dem Radar laufen, die vielleicht irgendwann mal kommen, aber vielleicht auch nicht. Ist das vielleicht nicht so wichtig quasi? Ja, also da denke ich, oder da muss ich mal ganz explizit sagen, also die Wünsche der Community sind absolut essentiell für uns. So, jetzt, man kann natürlich nicht immer jeden Wunsch erfüllen, das ist ja auch irgendwie, kennt man ja, wer mal mit Kindern gesprochen hat oder irgendwie mit Freunden oder selber irgendwie sich seine Wunschliste geschrieben hat schon mal, der weiß ja auch, ich werde nicht alles bekommen. Aber nichts läuft irgendwie unter dem Radar. Also das ist schon wirklich so, dass wir uns die Sachen aufschreiben, dass wir die Sachen kommunizieren, wie mit allem. Man muss manchmal auch einfach gucken, wo passt es gerade rein, wo ist die Zeit dafür. Ne? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier Updates bei dem und der Gameplay-Mechanik wünsche, also wir haben das auf dem Schirm, wir kommunizieren das auch, wir werden auch nicht müde, das ist vielleicht auch wichtig, immer mal wieder auch die Entwickler dann an Sachen zu erinnern, ne? Also wenn du jetzt gesagt hast, irgendwie das und das Feature, da wünscht sich die Community ein Update, dann hast du es mal irgendwie vor einem Monat angesprochen. Ich denke, es ist auch immer wieder wichtig, den Leuten so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, was auch gewünscht wird. Weil ich denke, wir sehen uns, gerade wir Community Manager oder auch gerade ich habe ja auch als Spieler angefangen. Ne? Ich bin ja als Fan quasi beruflich in den Job des Community Managers reingerutscht. Ich glaube, ich hatte das mal in einem Weihnachtsstream schon mal erklärt. Ja, ich erinnere mich, stimmt. Ich glaube, wir sehen uns auch gerne immer mal so ein bisschen als Advokat und Anwalt der Community, die sich auch dann gerne mal irgendwo dazwischen stellen, wenn wir merken vielleicht doch mal, es kommt eine Idee auf, wo wir, weil wir euch versuchen, wirklich gut zu kennen und weil wir uns auch irgendwie auch als Teil der Community mit selber verstehen, sagen, oh, da wissen wir, das kommt nicht gut an. Ne? Und da ist es aber auch dann die Pflicht von einem Community Manager, ehrlich hinzugehen und zu sagen, hier, Chef, das und das, denke ich, kommt nicht gut an, aus den Gründen, hier ist ein Alternativvorschlag vielleicht auch. Ne? Also ja, so, wir hören eure Wünsche, wir sehen die Wünsche. Vielleicht können wir da mal ein konkreteres Beispiel vielleicht für diesen ganzen Part mal nehmen. Und zwar das beliebte Theaters of War. Da gab es ja vor Ewigkeiten eine Ankündigung, dann kam es ewig nicht. Und irgendwie hat man so das Gefühl, das ist alles in so einer Schwebe. Warum kommt da so wenig, wenn das sich so viele wünschen? Warum kommt das, also Theaters of War in dem Beispiel jetzt zum Beispiel, also Theaters of War ist ja jetzt mit dem Arena Commander Team an ein paar Desks abgetreten worden, die daran sitzen, die daran arbeiten, die auch weiter da reinschauen. Ja. Weil vorher saß ein Firesprite dran und die wurden ja von Sony gekauft und jetzt ist es wieder bei euch, ne? Im Haus quasi. Genau. Jetzt ist wieder bei uns. Hat auch der eine oder andere auch den Wechsel zu uns rüber geschafft, ne? Also das ist nicht so, also ist auch nicht irgendwie jetzt alles weg oder so, ne? Das ist ja dann auch immer, das ist ja auch sowas, wo man ja natürlich sieht, von außen kriegt man natürlich weniger mit und dann gibt es auch manche Leute, die sich dann auch immer gleich die schlimmsten Horrorszenarien ausmalen. Es wird dran gearbeitet. Es wurde jetzt, glaube ich, zuletzt was am Arena Commander erst priorisiert. Sobald es dann dazu zu Theaters of War irgendwie ein nächsten großes Update gibt oder dass wir sagen können, okay, wir haben genug, was wir sharen wollen und können, dann werden wir das sicherlich auch machen. Nee, klar, davon gehen wir ja alle aus. Es ist auch manchmal ist es auch ein bisschen ermüdend zu sagen, okay, daran arbeiten wir jetzt nicht. Wir arbeiten jetzt erstmal daran, weil das hat Priorität. Das brauchen wir zuerst. Klar, dann wird immer noch über das Erste gefragt, aber es ist halt auch irgendwie, kommt halt auch irgendwie doof, wenn wir halt irgendwie jede Woche einmal sagen, und übrigens zu dem Thema noch kein Update. Ne? Ja.
Ich weiß, es ist manchmal schwierig. Es kommt halt immer auch auf die Themen an. Das war jetzt nur mal ein exemplarisches Beispiel, wo halt die Community sich so ein bisschen alleingelassen fühlt und da einfach sich mal mehr Infos in sich wünscht. Aber. Ja, aber ich find das schön. Also wir hören das auch gerne, ne? Weil das uns ja auch immer wieder mal einen Ansporn gibt, dass wir dann zusammensitzen im Team und sagen, okay, wenn Kommunikation kritisiert wird, warum wird sie kritisiert? Wo können wir uns verbessern? Also ich finde, das ist essentiell wichtig, dass ihr Feedback gebt. Auch, dass ihr uns vielleicht mal sagt, hey, da würden wir uns wünschen, dass die Kommunikation in der Richtung besser wird. Denn jo, wir sind ja auch in unserem Arbeitsflow drin. Ne? Und manchmal denkst du vielleicht wirklich nicht daran, da mal wieder ein Update zu machen. Oder ja, klar. Denkst du, ach, das ist eine tolle Idee eigentlich. Ne? Und ich finde es super, super wichtig, einfach zu schauen, wenn ich lese, CRG kommuniziert schlecht, wird dann vielleicht mal irgendwo gesagt, dann reinzugehen und zu sagen, okay, das ist eine Aussage, woher kommt die Aussage, was ist dran und wie kann ich es verbessern? Und das ist wirklich was, so ein Spirit im Team, den ich absolut liebe. Ich hatte es davor, dass ich irgendwo gearbeitet habe, wo Leute gesagt haben, das haben wir schon immer so gemacht, das bleibt jetzt alles so, ne, und es ist gut so, wie es ist. Ja. Ich mag es einfach, dass man so wirklich das Gefühl hat, dass das Leben in der Bude, da sind Leute, die haben Bock und die wollen, ne? Und ja, so das gehört aber halt auch mal dazu, dann auch selbstkritisch in den Spiegel zu schauen und zu sagen, wo können wir es besser machen? Ja, so eine gewisse Dynamik einfach und immer mal sich verändern und gucken, eben wie du sagtest, was kann man vielleicht besser machen? Was uns noch interessieren würde, ich weiß nicht, wie weit du jetzt da was du sagen kannst. Wir hatten das Thema ja auch schon häufiger in den Weihnachtsstreams und in anderen Bereichen. Und immer noch ist es so, dass Playtests, PTU-Releases oder auch teilweise Live-Releases nicht so geplant sind, dass es, sage ich jetzt mal vorsichtig formuliert, für die EU besonders angenehm ist. Das stört mich persönlich zwar auch, aber es stört auch viele andere, was ich mitbekommen habe. Gibt es denn da mal irgendwann eine Art, ja, weiß nicht, Terminfindungsidee, irgendwas oder soll das so bleiben? Weißt du da Nee, auf gar keinen Fall. Also, mal ganz doof gesagt, also, wenn irgendwas live geht, ne, dann sind ja normalerweise alle Community-Manager dabei. Ja, eben. Und wir sind halt auch Community-Manager, die aus Deutschland heraus arbeiten. Und auch wir wollen gerne abends irgendwann mal manierlich Feierabend machen. Ne? Also, es ist auch schon in meinem ganz persönlichen Interesse, dass es auch zu EU-freundlichen Zeiten irgendwie gepublished wird. Der Punkt ist natürlich, dass das ganze Publishing, die sitzen ja, also gerade was hier Builds angeht, die sitzen ja in Texas. Genau. Jetzt sind die 7 Stunden hinter uns. Wenn die natürlich jetzt in irgendein Issue reinlaufen oder irgendwie merken, ach ja, ich komme morgens ins Büro, dann beginne ich den Publish. Das dauert dann so und so lange, bis die ganzen Builds irgendwie auf die Server hochgehen, bis die Checklists durchgehen. Wenn der Prozess einfach, sagen wir mal, 14 Stunden dauert, bis die wirklich, wenn sie morgens reingehen, bis sie dann sagen können, so, und jetzt gehen die Tore auf, dann ist es natürlich bei uns spät. Und das liegt natürlich zum Teil einfach daran, wo die Menschen, die das machen, halt leben und arbeiten. Wir haben aber selber auch schon intern ganz groß, gerade wir Europäer, dazu gepusht, dass wir gesagt haben, hey, es gibt nicht nur Spieler in den USA, es gibt auch ganz viele Spieler überall auf der Welt, aber eben auch viele in Europa. Und wir versuchen, ne, jetzt ja schon immer so ein bisschen, habt ihr ja vielleicht auch gemerkt, so eine, ich sag mal, irgendwo so ab 5 deutscher Zeit, ne? Und dann versuchen wir es irgendwie nicht allzu spät werden zu lassen. Also gerade bei IEI haben wir jetzt wieder darüber gesprochen, wann geht es los, wann wechseln die Hallen und dann versuchst du halt irgendwie was zu finden. Ich meine, wir haben 9 Stunden Zeitunterschied zwischen uns und Los Angeles, wo unser anderes Studio auch ist, ne? Und irgendwo versuchst du in der Mitte einen Sweet Spot zu finden. Wir versuchen uns, denke ich mal, in Zukunft auch mehr auf so den späten deutschen Abend oder den deutschen Abend, würde ich jetzt mal grob sagen, einzuschießen und nicht um 3 Uhr morgens irgendwie deutscher Zeit, aber halt auch vielleicht nicht um 4 Uhr morgens Texas Zeit. Ne? Ja klar, das ist halt wahrscheinlich das Schwierige, irgendwie einen Weg zu finden. Es ist wieder aufgefallen bei den IAE Playtests, die waren ja wieder zu sehr lustigen Zeiten, beide wohlgemerkt. Aber gut, klar, die laufen natürlich dann direkt auf dem PTO über dieses Team in Texas oder die Teams in Texas, das ist natürlich klar. Schade ist es halt trotzdem, weil man will ja auch irgendwie beim Playtest so ein bisschen mitmachen. Ich denke auch, es wäre halt auch ganz cool, also ich glaube, es wäre auch manchmal irgendwie ganz cool, wenn wir da vielleicht noch mal jemanden in Europa hätten, der das machen kann, dass man so ein bisschen Zweitaktik fahren kann. Das wird man sehen, also ich
Ja. Also es ist uns auf jeden Fall bewusst. Ne? Das ist gut. Und ich habe halt auch die Zeiten gesehen und habe gedacht, ja, toll, wärst ja vielleicht selber auch gerne mal reingesprungen, hättest es dir angeguckt. Ne? Weil ganz klar, ich versuche ja gerade, also ich zum Beispiel halte mich von Developer-Builds, also Entwickler-Builds, internen Builds, eigentlich echt fern von, weil ich so denke, ich versuche ja auch das Empfinden von einem Spieler nachzuempfinden, beziehungsweise ich bezeichne mich ja immer noch selber als Spieler. Ne? Mhm. Und ich will ja auch sehen, wie ist meine erste Reaktion, wenn ich irgendwas sehe. Und dann, ne, bringt es mir natürlich nichts, wenn ich das jetzt schon irgendwie 3 Monate vorher irgendwie 5-mal irgendwie angekaut habe. Klar, wir sind immer weit vorne dran, weil wir ja im Vorfeld irgendwie schon planen müssen, was kommt in ein paar Monaten raus und sowas. Und wir sehen das auch. Aber nochmal dann ins Spiel spielen, es wirklich spielen zu erleben, also da halte ich mich schon so auf dem Level, was ihr auch habt. Weil dann weiß ich auch irgendwie, was für Bugs sind da und was nervt besonders und was macht besonders viel Spaß. Okay. Gut. Ich danke dir für den Einblick in die Community-Manager-Arbeit und auch für die Beantwortung von den Fragen in diese Richtung. Gerne. Vielleicht mal an alle gerade auch in dem Fall. Also scheut euch auch nicht, uns anzuschreiben. Ich lese ganz oft, man hat den Eindruck, dass nicht immer alles beantwortet wird. Bedenkt bitte, 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 wir sind ein kleines Team, wir versuchen mehr zu werden. Also wir schauen uns um, irgendwie, ob wir noch Leute haben, die gut ins Team passen, die wir dazu holen können, dass wir einfach ein bisschen auch die Last verteilen können. Aber zum Beispiel allein im Spektrum, da hast du am Tag locker irgendwie mal 1000 Posts und mehr. Ne? Ja, eben. Ich kann nicht immer alles lesen. Die Moderation liest auch schon viel mit. Ne? Viele Devs lesen auch und wir schicken uns untereinander Sachen zu. Es wird aber wesentlich mehr gelesen als geantwortet. Nur wenn ich halt allein halt unter jedem Post, den ich lese, irgendwie einen Kommentar schreiben würde, dann werde ich fertig. Schon wieder, ja, genau, dann werde ich nicht fertig. Schreibt es ins Spektrum rein, das Feedback. Genau. Es wird auf jeden Fall in irgendeiner Form gelesen und votet. Ich denke, voten ist auch ganz, ganz wichtig, gerade im Spektrum, dass man einfach. Ja, genau, upvoten. Das ist, genau, upvoten ist so ein schneller Klick. Ne? Und ich sehe schon dann gleich, wenn ich drauf gucke, oh, das ist ein Thread, der wird super viel gelesen, der wird aber auch vielleicht super viel hochgevotet. Das heißt, viele Leute sind der Meinung von demjenigen, der den Thread eröffnet hat. Oder ich habe einen Thread mit vielleicht wenig Upvotes, aber dafür unglaublich viele Kommentare. Dann weiß ich, es ist ein sehr kontroverses Thema vielleicht. Ne? Also wir sehen da, aus allen Daten versuchen wir irgendwie was rauszulesen. Deswegen kommuniziert mit uns, denn wenn ihr kommuniziert, dann können wir es lesen und dann können wir hoffentlich auch helfen, wenn irgendwo der Schuh drücken sollte. Und im Zweifel mal eine PN schicken, aber nicht ärgern, wenn es dann nicht sofort eine Antwort gibt. Das Problem habe ich ja auch manchmal. Genau, es dauert manchmal einfach, aber es kommt immer eine Antwort. Okay, dann würde ich zum Hauptthema oder sagen wir zum Gameplay- und Feature-Thema kommen mit dem Thorsten. Thorsten, genau. du hast gesagt, du bist Lead Systems Designer bei CRG. Genau. Das heißt, du bist quasi federführend mit unterwegs und baust quasi alle auf. Feature, die das EUPU-Team macht. Das heißt, Mining, Salvage, was ja jetzt mit 3.18 kommen soll. Mhm. Und dann das Resource Management, ganz großes Thema für uns, weil das praktisch die Welt von Star Citizen komplett umkrempeln wird. Ja. Also das ist sehr ambitioniert und wir sind alle sehr froh, dass wir daran arbeiten können, weil das ist intern auf jeden Fall schon sehr spannend und wir können nicht warten, bis wir das irgendwann dann mal euch in die Hand geben können. Wir sind auch sehr ungeduldig dabei. Ja, endlich ein Purpose oder einen Sinn für die großen Schiffe zu haben, ist schon eine sehr nette Geschichte. Vor allem eben dieses immersive Crew-Gameplay auch irgendwie reinzukriegen. Es muss ja irgendwie ein MMO draus werden. Das ist ja so ein bisschen die Krux dabei. Und wenn jeder in seiner Carrack alleine sitzt, ist ja auch doof. Ne? Genau. Ich würde es jetzt so machen, ich würde mal die Kategorie immer kurz ansagen. Das ist wichtig für den Chat. Lieber Chat, wenn ihr zu dieser Kategorie, die ich ansage, Fragen habt, schreibt sie einfach rein in den Chat. Und die Mods können die Fragen, die schon gestellt wurden, die sich aufgeschrieben haben, die dazu passen, entsprechend einfach nochmal als Ankündigung reinposten. Dann kann der Thorsten und auch gerne Chris mit reinschauen und dann können wir das noch mit aufnehmen. Die erste Frage, ich würde sagen, wir fangen mit dem Salvaging an. Das kommt ja ganz frisch mit 3.18 als neue Gameplay-Mechanik mit rein. Wobei eigentlich ist es ja nur das Hull-Scrapping streng genommen. Der erste Teil vom Salvage, der Tier-Null. Genau. Genau. Was viele Zuschauer und auch mich sehr interessiert, ist die Frage. Die Vulture ist ja das erste Salvage-Schiff neben der Reclaimer und ist halt vor allem für Einzelspieler gedacht. Aber
Wie verhält man sich als Spieler, wenn jetzt, wenn ich jetzt eine Hülle einsauge und dieser Einsaugautomat, der daraus diese Päckchen macht, der ist voll? Muss ich dann jedes Mal runtergehen in den Frachtraum und muss die Kiste da wegnehmen, dass der wieder Platz hat? Oder wie läuft das jetzt mit 3.18? Also nicht jedes Mal, aber zumindest alle zweimal. Weil wir haben davor einen Fließband, das heißt, für eine Kiste davor ist Platz. Und der Grund, warum das jetzt so läuft oder warum das für unseren Initial-Release erstmal so ist, ist, dass das einfach eine Konsequenz ist von dem Physicalized Cargo. Mhm. Das heißt, wir müssen auf einmal diese Fantasie kreieren mit, ihr habt ein Gerät, was eine Box füllt und diese Box wird da irgendwie rausgefahren. Und dann passiert es einfach auch im echten Leben, dass diese Box weggebracht werden muss. Und jetzt für T0, also für unseren Initial-Release, ist das so, dass der Pilot, der Vulture, dann runterklettern muss in den Cargo-Raum und zumindest die zwei Boxen dann auf das Cargo-Grid packt, sodass die dann die Filler-Station dann wieder andere Boxen ausspucken kann. Das ist ja so, ist das eine Automatik, ne? Also man kann ja sagen, genau. Mach daraus einfach automatisch eine Box, dann fährt die quasi raus. Genau. Steht dann vor dem Automaten und dann macht er in sich selbst nochmal eine zweite Box, ne? Genau, und dann wird man gewarnt als Spieler, hey, auf dem Fließband ist gerade eine Kiste, die blockt, dass die andere Kiste herausfahren kann. Okay. Und dann als Pilot ist man oder als Scraper ist man dann motiviert, von seinem Pilotensitz aufzustehen, runterzukrabbeln und die Kiste dann ins Cargo-Grid zu packen. Was passt da rein? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Starrunner komplett absalvagen würde? Ja, momentan sind also eine Starrunner. Mhm. Die Hülle von der Starrunner zum Beispiel oder kann auch was anderes sein? Ja, das sind knapp 30 Quadratmeter ist ein SCU. Mhm. Okay. Also wie viel hat ein Starrunner? Das ist eine gute Frage, jetzt muss ich nachmessen gehen. Gut, das können wir ja nochmal rechnen. Das also ist, ich glaube, eine Starrunner müssten circa 2-3 SCU AMC sein, wenn ich mich nicht irre. Okay, das heißt, also ein Flügel von einer C2 ist definitiv ein SCU. Mhm. Das heißt, ja, sollte hinkommen. Ja. Okay. Also so eine C2 sind knapp 3, 4, vielleicht 5 SCU. Es kommt darauf an, welchen Scraper-Beam man benutzt, weil wir haben da verschiedene Effizienzklassen. Mhm. Das heißt, wenn man den größten benutzt, verliert man ein wenig von seinem Material. Wenn man den mittleren benutzt, ein bisschen weniger. Und wenn man den schmalsten benutzt, dann hat man die höchste Effizienz, aber eventuell verbringt man die meiste Zeit damit, das Material zu sammeln. Oder hat so halt noch einen Kumpel vielleicht mit dabei, der für einen unten im Frachtraum das Ganze macht? Ja, das wäre auch noch eine Variante. Ne? Bietet sich auf jeden Fall für die Reclaimer an, für die Vulture. Das ist ja, ne, das ist ja unser Lone Wolf Schiff. Also wir haben auch schon Pläne für, wie wir das ein bisschen angenehmer für den Spieler, also für den Piloten machen können, dass dieser nicht, weil es ist halt schon nervig. Ne? Du stehst dann auf vom Pilotensitz und musst dann erst eine Treppe runterkraxeln und dann erst wieder das Multitool rauskramen, dann mit dem Tractor-Beam diese Kiste dann aufs Cargo wird. Es kostet ein wenig Zeit und es ist nicht besonders komfortabel. Und wir sind uns dessen bewusst, deswegen haben wir auch schon Pläne für, wie es dann weitergehen soll. Und das hat eventuell was mit unserem neuen Feature zu tun, an dem wir jetzt sitzen, was der Tractor-Beam ist. Aber da kann ich dann noch nicht mehr zu sagen. Ach, schade. Okay. Also es wird daran gearbeitet, es ist halt Tier 0, da muss man halt mit leben. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, ich mag so dieses haptische Gameplay, aber es ist halt trotzdem natürlich belastend, wenn man immer da runter muss. Das ist der Simulationscharakter, der jetzt gerade durch das Physical Cargo einfach eine ganz andere Gewichtung bekommt in unserem Spiel. Und dadurch wird sich sehr, sehr viel, also auch von der Geschwindigkeit, wie Handel irgendwie durchgeführt werden kann und wie jetzt auch diese schaffenden Berufe wie Mining und jetzt auch neu dann demnächst Salvaging sich da ein bisschen verändern werden. Wie läuft denn das mit Crimestead beim Salvaging? Wird da irgendwas unterschieden, ob das ein feindliches Schiff ist oder ob das ein noch intaktes Schiff ist und so weiter? Ja, sicher. Also wenn es nicht dein eigenes Schiff ist, dann hat der andere Spieler die Möglichkeit, genau wie beim normalen Schaden, dir ein Crimestead zu geben. Sprich, wenn du jemanden erwischst, der seine, also wenn der Spieler seine oder die Spielerin sein ihr Schild
deaktiviert hat und du das dann mit deiner Walcher da ankommst und dann anfängst, die Hülle abzukratzen, dann ist das ein Schaden, der an diesem Schiff ausgeführt wird. Okay, und dann, also ganz klassisch. Ganz normalen Crime-Set, ja. Und wie sieht es mit dem Gewinn aus? Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel geben, wie viel man so verdient als Vulture-Pilot, sag ich mal? Also es ist so im Bereich vom Quantanium einzuordnen. Okay. Also es ist schon recht profitabel. Also also der Preis für ein SCU für AMC ist so in dem Bereich von Quantanium. Das klingt gut. Was ich noch als Frage hier anschließen würde, das ist noch recht frisch, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, weil wir haben ja jetzt gehört, dass durch den Cargo Refactor wir eine Chance haben nach einem Kampf, dass das Schiff zu 70% quasi noch als Schiff da bleibt, aber nicht mehr funktioniert sozusagen. Kann man dieses Überbleibsel von einem Schiff dann auch salvagen? Ja. Okay, das ist cool. Und dann haben wir ja sowieso auch diese Trümmerfelder, wo man ja auch quasi wie beim Mining durch die Gegend fliegt und dann scannt und dann findet man da quasi gespawnte Wrackteile. Also kann man, genau, glaube also ich, wir haben Beruf spielen, also diesen Salvage-Beruf quasi auch wirklich ausüben. Genau, also wir haben das Harvestable System, also das System, was dafür verantwortlich ist, dass die ganzen Steine mit dem Miner-Komponenten haben wir erweitert, dass das nicht nur die Asteroiden oder Erzbrocken spawnt, sondern auch jetzt, wir nennen sie intern Fresh Derelicts, also frische Derelikte, sozusagen, die dann zum Hull Scraping benutzt werden können. Also das ist auch da, muss ich jetzt ganz klar sagen, die sind noch nicht da, wo wir sie gerne hätten. Also am Ende hätten wir da gerne vollwertige Schiffe und nicht nur diese Hüllen, die wir da momentan spawnen, aber um den Beruf des Hull-Scrapers irgendwie attraktiver zu machen, haben wir zumindest zugesehen, dass wir jetzt diese Hüllen haben, dass wir auch Materialien den Spielern zur Verfügung stellen, die jetzt nicht unbedingt darauf warten wollen, dass da irgendein Kampf geführt wird und dann man die gesamte Zeit da wie ein Geier auf seine Opfer wartet, sondern dass man da auch schön... Das ist gut. Wir sind ja dankbar, was wir da überhaupt generell in T0 bekommen. Wenn ich ans Auftank-Gameplay denke, da ist ja quasi gar nichts an Gameplay wirklich drin, dass man den Beruf, also ich kenne niemanden, der den Beruf irgendwie gerade ausübt, weil man ja nichts damit verdient. Aber darauf kommen wir vielleicht nachher gleich nochmal zu sprechen. Genau, wir müssen uns ein bisschen sputen, ich weiß. Ich würde sagen, eine Frage noch zum Salvaging und dann gehen wir in die nächste Kategorie. Wie sieht's aus, kann ich meine eigenen Schiffe denn salvagen und dann claimen? Theoretisch geht das, ja. Okay, und da wird auch, da wird auch jetzt erstmal noch nichts in die Richtung unternommen dagegen sozusagen. Ja, wir überlegen die gesamte Zeit, wie wir das am besten machen, aber wir haben noch keinen klaren Entschluss gefasst, wie wir das am besten lösen. Weil wir sind uns dessen bewusst, teilweise sind die Claimzeiten ein bisschen zu gering dafür, aber die Claimzeiten jetzt unbedingt erhöhen, ist jetzt auch nicht die beste Lösung, weil, warten ist jetzt auch nicht das beste Gameplay. Ne? Wir haben so ein paar Ideen. Die werden gerade diskutiert und da schauen wir mal, was wir dann am Ende machen werden. Aber kann auch gut sein, dass wir für unseren Initial-Release da einfach erstmal damit leben, dass das ausgenutzt werden kann. Aber dazu muss man aber auch sagen, dass das Hull-Scraping an sich kostet ja auch Zeit. Das heißt, man muss ja schon ein bisschen Zeit investieren. Ja, und es ist ja eh noch eine Alpha. Also ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, wenn das ein bisschen ausgenutzt werden kann. Man kann ganz viele Sachen ausnutzen. Ich meine, wir nutzen seit 3 Jahren die doofe KI aus und machen Geld ohne Ende mit Bounty Hunting. Insofern, ja, ist halt, muss man wahrscheinlich einfach mitleben. Ne? Ja, also meine Ambition ist ja schon, das eigentlich so gut wie möglich zu haben. Ja. Und ist halt schwierig. Aber wir schauen einfach mal, wie wir das. Wir haben einfach, also es gibt gerade einfach höhere Prioritäten, als da jetzt eine konkrete Lösung zu finden. Ein großes Problem wird wahrscheinlich auch, wie du schon vorhin angehört hast, langfristig dieses Power- und Ressourcenmanagement werden. Da hattest du ja auch das wundervolle Panel auf der CitizenCon. Und ich würde sagen, wir kommen als nächstes eben genau zu dieser Kategorie. Und die erste Frage wäre: Wir haben ja gesehen, dass es dieses Drucksystem kommt. Das heißt also, dass Luft aus dem Raum gezogen wird und so weiter, wenn da die Luft abgelassen wird. Ist das denn auch geplant,
wenn ich jetzt Schaden bekomme, dass dann zum Beispiel die Hülle bricht und dann die Atmosphäre rausgezogen wird und auch die Menschen oder die Gegenstände in dem Raum ebenfalls rausfliegen. Ja, das ist geplant. Also es ist auf jeden Fall etwas für ein langfristigeres Ziel, was wir haben, weil es gibt verschiedene Systeme, die dafür erstmal ins Spiel schaffen müssen, unter anderem halt Physicalized Materials und Physicalized Damage. Das heißt, wir haben auf einmal Materialunterschiede, wir haben auf einmal Trefferzonen, Durchschlagzonen für Projektile und erst dann wird es wirklich relevant. Aber wir sehen halt schon zu, dass wir es zumindest physikalisch schon alles im Hintergrund laufen lassen haben, sodass wir das eventuell schon an Türen sehen können. Das heißt, wenn eine Tür geöffnet wird, während der Raum dahinter unter Druck steht, dass es da schon zu Effekten kommt. An dem wird alles schon gearbeitet. Aber es gibt noch andere Systeme, die ein bisschen länger brauchen, die das dann am Ende so, ja, die Fantasie so vermitteln können, wie es sich, glaube ich, alle so vorstellen. Wo ja viele Leute so ein bisschen Sorge haben, ist dann dieses Crew-Gameplay, gerade auf größeren Schiffen, wenn man dann eben nicht mehr so viel alleine machen kann und das Ressource-Management geht ja auch in diese Richtung. Wie ist denn das später? Also brauche ich dann immer einen Ingenieur? Kann ich mein Schiff überhaupt noch irgendwie bedienen ohne Ingenieur später? Und vor allem die Frage, kann ich eigentlich die ganze Crew im Zweifel durch NPCs ersetzen oder brauche ich vielleicht doch immer mindestens, weiß ich nicht, 10% Menschen bei größeren Schiffen, um das zu benutzen? Also unser erstes Ziel ist erstmal, es attraktiv für Spieler zu machen. Und im Idealfall ist es so attraktiv für Spieler, dass sie gar kein Interesse haben, überhaupt NPCs anzuheuern. Mhm. Sondern am liebsten hätten wir es, dass du irgendwie deine Freunde oder hier deine Community schnappst und mit denen einfach ein Schiff bestückst. Aber wir sind uns dessen natürlich bewusst, dass eventuell hast du zwar 2, 3 Freunde, mit denen du regelmäßig spielst, aber du kriegst die Hämmer halt nicht ganz voll. Da müssen wir dann natürlich Lösungen für finden. Aber das ist wirklich in weiter Zukunft, weil da müssen wir so viele Ressourcen für bekommen, dass wir das vernünftig machen können. Weil da wäre dann ein ganz neues System dahinter. Und man kennt es halt so ein bisschen zum Beispiel aus Spielen wie World of Warcraft. Wenn ich in Dungeon gehen will, brauche ich immer einen Heiler oder einen Tank und dann muss ich ewig drauf warten. Und ich glaube, viele haben Sorge, dass sie bei Star Citizen ein ähnliches Problem haben, dass sie ihre Mission machen wollen, ihr Schiff rausholen wollen, aber halt nicht die Leute haben, die sie brauchen, um das Schiff zu steuern und dann halt in irgendwelchen Gruppentools oder irgendwie anderweitig da ewig warten, dass es losgehen kann. Ich finde, das funktioniert in unserer Community doch irgendwie schon ganz wunderbar. Also wenn ich selber spiele und abends den Chat beobachte, dann sehe ich ja schon, dass da Leute sagen, so, hey, ich habe hier gerade eine Hammerhead gespawnt, hat da nicht irgendjemand Lust mitzufliegen? Und in der Regel passiert das relativ zügig, dass du die dann doch voll kriegst. Ja. Also habe ich jetzt weniger Bedenken bei, sonst auch einfach, ich glaube, das ist auch, wird vielleicht auch Organisationen irgendwie attraktiver machen, dass man da direkt mit Leuten zusammenhängt, die dann einfach auch die Zeit in das Spiel investieren und sagen so, ja komm hier, ach ja, warum nicht, heute spiele ich mal den Ingenieur auf deinem Schiff und dann lass doch mal losheizen. Mhm. Gibt es dann, also generell, wir haben jetzt ja in dem letzten Monatsreport ja gelesen, dass auch an der sogenannten Buddy-KI gearbeitet wird. Würdest du sagen, du bist jetzt ja kein KI-Entwickler, aber würdest du sagen, dass die KI zumindest die rudimentären Sachen in den größeren Schiffen vielleicht übernehmen kann? Also was weiß ich, fällt gerade gar nicht so ein, weil ich mir das gar nicht richtig vorstellen kann. Ein Turmschütze vielleicht. Oder? Ja gut, Turmschütze, denke ich mal, das ist klar, das wird wohl kein Problem sein, aber diese... Jemand, der Feuer löschen geht. Feuer löschen, genau. Kann die KI Feuer löschen vielleicht? Also würdest du sagen, dass das Sinn macht? Die KI jetzt gerade oder in der Zukunft? Nee, also wenn dann das Ressourcenmanagement kommt und man dann eben den Multi-Crew also wenn, hat. Wenn das, wenn das Ressourcenmanagement kommt, werden wir nicht, also das hier teilweise, diese KI-Schnittstellen werden auch von uns gemacht, also von unserem Team. Okay. Das heißt, unsere Priorität ist, wie bereits gesagt, dass wir es für den Spieler attraktiv machen wollen. Mhm. Da investieren wir lieber gerade Zeit rein, als dass wir daran Zeit investieren, dass wir ein NPC-System, was einfach in dem Ausmaße nicht existiert. Es gibt ja gerade kein System, wo du irgendwelche Leute anheuern kannst. Das muss ja auch erstmal entwickelt sein, dass du das
darüber dann überhaupt deine Crew bestatten kannst. Ja. Und deswegen haben wir die Priorität ganz klar gesetzt. Wir wollen es für die Spieler, wir wollen ein richtig gutes Multi-Crew-Gameplay machen, lieber als dass wir da einen vielleicht nicht so ganz attraktives Multi-Crew-Gameplay haben, aber dafür dann KI unterstützen. Also da ist es mir auch persönlich sehr wichtig, dass wir es der Spieler der Fokus für uns auf den Spieler liegt und nicht. Das soll ja auch ein MMO werden, ne? Genau. Dass man halt zusammenspielt. Genau. Genau. Okay, da wir gerade schon über Raumschiffe reden, kommen wir einfach mal zur nächsten Kategorie und zwar zum Thema Flugmechanik und Raumschiffe. Und da ist ja aktuell so, dass die Treibstoffkosten sehr, sehr gering sind und auch zum Beispiel die Claimzeiten von Raumschiffen relativ gering sind. Gibt es Pläne in Richtung 4.0, Richtung Pyro vielleicht auch, die Treibstoffkosten anzuheben und generell an diesem System was zu verändern? Ja, also kurze Antwort ja. Da gibt es sehr viele Überlegungen, die da gerade herumgeistern. Also allein das Pyro selbst nicht die Anlaufstellen hat, um da betankt zu werden, ist allein schon eine große Hilfe, um die Refueling-Mechanik ein bisschen attraktiver zu machen. Aber da gibt es auch noch weitere Überlegungen, wie dass es andere Treibstoffkompositionen gibt, die das dann auch wieder eventuell interessanter machen, da dann von deinem Privatbrauer dann eher den Sprit zu beziehen, als den Standardkraftstoff an der Tankstelle. Zu den Claimzeiten an sich, ja, das ist gerade großes Thema bei uns, allein wegen des Hull Scrapings. Und da wird sich auf jeden Fall in nächster Zeit ist dann relativ zu sehen, aber da wird sich definitiv was tun. Wir hatten ja mal die Aussage bekommen bei den Claimzeiten, dass sie immer an den aktuellen Stand der Alpha angepasst werden und viele schlussfolgern, auch ich, daraus, dass je weiter das Spiel vorankommt, desto länger werden auch Claimzeiten vermutlich irgendwie werden, gerade bei größeren Schiffen, dass man halt nicht eine Idris in einer Stunde zum Beispiel claimen kann, sondern dass es halt länger dauert. Ne? Aber da müssen wir mal schauen. Ne? Also das sind wirklich noch einige Mechaniken, die da fehlen. Dass das, also zum Beispiel hier das SAV fehlt ja zum Beispiel noch. Wir haben ja noch keine diese Towing-Mechanik. Das heißt, wir haben ja nichts, was abgeschleppt werden kann. Aber was uns besonders wichtig ist, dass die Raumschiffe wichtig für einen selber werden. Genau. Also wir wollen nicht mehr, dass Spieler ihre Raumschiffe einfach selbst zerstören, weil es einfach schneller ist, das Raumschiff wiederzuholen oder hier Spritkosten zu sparen, Reparaturkosten zu sparen. Das wollen wir schon verhindern. Also, oder zumindest wollen wir es unattraktiver machen. Verhindern werden wir es nie können, aber wir wollen es auf jeden Fall so unattraktiv machen. Und da müssen wir noch konkretere Lösungen für erarbeiten, wie wir das dann am Ende machen, ob wir Ist noch, eine lange Reise wahrscheinlich in diese Richtung. Ja, da fehlen auf jeden Fall noch so ein paar Zwischenschritte, die erfüllt sein wollen, weil wir wollen auch auf jeden Fall nicht haben, dass die Spieler irgendwo im Weltall dann auf einmal verenden, nur weil wir irgendwie nicht bedacht haben, ach ja, jetzt hätten wir gerne das SRV, das die Leute da abschleppen kann, aber ach ja, haben wir vergessen, haben wir nicht. Okay. Wie läuft denn das eigentlich, wenn man jetzt aktuell tradet, zum Beispiel? Wir haben relativ geringe Rewards beim Trading. Wir haben sehr günstige Waren in der Regel, die wir kaufen müssen. Die Refresh-Raten sind sehr, sehr klein. Mit 3.18 wurde jetzt gesagt, soll sich daran auch erstmal nichts ändern. Wie soll sich ein Spieler, ein Trader, eine Eskorte zum Beispiel leisten können oder eben andere bezahlen, also ihm helfen, wenn man mit Trading so wenig Geld im Spiel verdient, verglichen mit anderen Mechaniken? Ist da vielleicht doch was mit 3.18 noch, was sich ändert? Gibt es da Überlegungen oder für später? Ja, da kann ich gar nichts zu sagen, weil das ist nicht mein Bereich. Aber ach so, okay. Da müssen wir dann nochmal gucken, wie es mit 3.18 läuft. Okay, dann kommen wir zum anderen Thema, nämlich Mining und Raffinerie. Das ist ja auf jeden Fall wieder dein Bereich. Wir haben aktuell nur relativ kleine Steinchen rumliegen auf den Himmelskörpern und die sind auch meistens sehr unrentabel. Ist es geplant, und irgendwie große Erzvorkommen auf Himmelskörpern zu haben oder ähnlich wie bei Spielen wie Space Engineers, wo man sich richtig reingräbt und den Boden verändert, um da ranzukommen und solche Sachen?
Ja, also da gibt es sehr, sehr konkrete Pläne sogar von unserer Seite. Die sind gerade nur hinten angestellt. Wir versuchen ein wenig Zeit gerade in das Mining zu investieren, um so ein paar Probleme, die wir gerade mit Multicrew gerade haben, auszumerzen. Und auch vielleicht das für die, also was wir sehr stark beobachten, ist gerade Miner, die dann doch eher zu den professionelleren Minern gehören, die jetzt gerade keine Herausforderung mehr haben, dass wir denen zumindest noch eine weitere Herausforderung bieten können. Das sind Dinge, die wir noch versuchen, irgendwie rein zu quetschen. Jetzt nicht für den nächsten Patch, aber zumindest in naher Zukunft. Kann da aber keine klaren Versprechungen, weil gerade unsere Ziele sind eher, alle Features irgendwie oder beziehungsweise in einem spielbaren Zustand reinzubekommen, bevor wir schon spielbare Feature ja, praktisch tot iterieren. So dass wir wollen jetzt nicht unbedingt jetzt Mining T6 haben, während wir immer noch darauf warten, dass die Refinery reinkommt. Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Wir wollen gerne unsere gesamten Gameplay-Loops abschließen, bevor wir da uns ja noch vertiefen. Ah, okay, Also dann. gerade hier, wo du meintest, mit hier Mining-Vorkommen, die unterhalb der Erde sind, ja, das ist, ja, sind geplant, aber das wird so schnell erstmal nicht passieren, weil wir, Also wie ihr wollt gesagt, quasi erstmal erstmal das, was gerne. jetzt da ist, als einen Kreislauf, als einen Loop Genau. richtig fertig kriegen mit Raffinerie-Gameplay und dann geht es dann darauf aufbauend weiter, ne? Genau, Sozusagen. richtig. Nach der Raffinerie kommen ja auch noch weitere Schritte, die auch noch irgendwie angegangen werden müssen. Und ja. Das betrifft auch dann bestimmt auch die Auftankmechanik zum Beispiel oder auch Medical Gameplay in diese Richtung. Inwiefern? Naja, dass es da auch einen Loop gibt. Also zum Beispiel, was sich ja viele wünschen, wäre, dass man zum Beispiel NPCs im Weltraum oder wo auch immer finden kann, die verletzt sind beim Medical Gameplay und dann Achso, die aber ins Krankenhaus bringt. das sind ja Missionen. Also das ist ja mit der Mechanik, hat das dann wenig zu tun. Aber Refueling, ja, da gebe ich dir recht, das ist auch noch nicht ganz, ne, also Scooping, also ne, hier durch Weltallwolken fliegen und das Material aufsammeln, das fehlt ja auch noch. Dann die Raffinerie ist ja auch ein großer Teil. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass es eventuell hier diese anderen Kraftstoffe oder zugesetzten Kraftstoffe geben soll. Und da ist es dann auch wichtig, dass die Raffinerie endlich mal ins Spiel kommt. Darf ich gerade mal mich noch einschalten, Na wenn ich jetzt klar, so immer. ganz, ganz viel sehe? Ich sehe so im Chat ganz viele Leute, die jetzt sagen: Oh Gott, anheuerbare NSCs wurden jetzt abgesagt. Also nein, Wurde natürlich nicht. nicht, Ja, das habe aber ich auch nicht gesagt. Nein, genau. Thorsten hat gesagt: Hier, im Moment arbeiten wir an A, weil der Thorsten kann sich nicht zweiteilen, ne? Der kann nicht gleichzeitig sich ausdenken, wie heuert ihr später einen NSC an und wie funktioniert der Gameplay Loop. Thorsten sagt jetzt erstmal den Gameplay Loop bauen, so dass er Spaß macht. Erstmal das Spiel Spaß machen und dann kommt obendrauf später die Möglichkeit, dass man dann zum Beispiel sagt, ich heuer mir auch ein NSC an. Man muss halt immer bedenken, es soll ja irgendwie ein MMO werden. Und es wird halt kein MMO draus, wenn jeder Spieler in seinen eigenen Schiffen nur rumsitzt und alles mit NPCs vollstopft und irgendwie dann seinen Kram alleine macht. Ne? Also irgendwie muss es halt zusammenkommen. Andere MMOs machen das ja auch. Klar, du kannst viel Solo machen, aber du musst eben hier und da immer mal wieder mit anderen zusammenarbeiten. Und also jedenfalls meine Sicht ist immer, es sollte halt auf möglichst natürliche und möglichst unaufgezwungene Art passieren, von ganz von selbst quasi, dass ich einfach mich mit anderen Leuten treffe, dass ich Leute kennenlerne, dass ich Freundschaften entwickeln und dann daraus Orgas entstehen und so weiter. Ich glaube, was keiner will, ist jetzt irgendwie im Vorschreiben, du musst jetzt hier zwingend das so und so machen, sondern eben wirklich dieses Spiel als MMO sehen, als Multiplayer-Spiel sehen. Und ich denke, also ich finde auf jeden Fall, dass diese Ressourcenmechanik da mit der wichtigste Bestandteil des Ganzen ist. Weiß nicht, Thorsten, wenn du zum Thema Ressourcenmanagement oder zu diesem Energiemanagement noch was anderes sagen kannst, was ich jetzt vergessen habe oder was wir noch nicht hatten, was ist denn da vielleicht für dich der wichtigste Punkt allgemein dran? Für mich persönlich der wichtigste Punkt. Für dich oder auch fürs Team, also, ne? Das ist eine sehr schöne Frage, weil ich glaube, das ist für jeden etwas anderes.
Also wir haben zum Beispiel bei uns im Team Leute, die sich sehr darauf freuen, dass die gerade die größeren Raumschiffe sich dadurch sehr viel lebhafter anfühlen, weil man muss plötzlich herumrennen und gewisse Interaktionen an gewissen Items machen, um irgendetwas, um verschiedene Probleme zu lösen. Und dadurch fühlt sich das Raumschiff einfach sehr viel belebter an. Und was man dadurch dann auch, gerade wenn man dann zu mehreren das schon spielt, merkt man auch, dass das auf einmal eine ganz andere Fantasie vermittelt. Weil momentan ist es so, jeder sitzt da in seinem Turret und jeder schießt irgendwo drauf. Aber dann steht man auf und dann ist da, fühlt sich an, als würde da gleich eine Rolldistel durch den Gang kullern. Und das ist dann auf einmal nicht mehr der Fall. Dann hast du da Leute, die gesamte Zeit rumrennen und dann hast du eventuell noch jemanden, der da rumschreit mit, oh mein Gott, wir haben gerade unsere Schilde verloren, kannst du die mal bitte wieder neu starten? Hm. Das gibt ein ganz anderes Leben. Und ja, momentan, also wir haben zum Beispiel Leute bei uns, also bei uns im Team, die mögen das, diesen Management-Aspekt. Also wir haben wirklich jemanden, der sitzt die gesamte Zeit nur vor diesem Engineering-Screen und doktert da herum, wie er das Ideale aus seinem Schiff herausziehen kann. Während wir dann andere haben, die mögen dann eher das Händische mit diesem Mechaniker-Aspekt mit, dann gehe ich mal hier an das Item und mach da noch ein bisschen was rum. Das ist ja generell die Frage, also wie habe ich mir das vorzustellen? Wenn ich jetzt selbst ein Schiff habe, dann soll ich ja irgendwie ein Interface bekommen, ein Rollenverwaltungssystem oder so. Kann ich dann jedem Spieler oder auch NPCs im Zweifel eine Rolle zuweisen, was sie zu tun haben und so weiter und das auch irgendwie, so ein bisschen mir auch angucken, wie gut die das machen? Gibt es eine Art Rating-System dann dafür oder was sind da so die Pläne? Also Rating-System hatten wir uns jetzt keine Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht ist das eine Überlegung wert. Aber ja, also mit den Rollen ist ganz klar. Du kannst auf einmal Leuten Restriktionen geben, wie welche Funktionen sie auf diesen Engineering-Screen sehen und welche nicht. Hm. Und kann ich das auch irgendwie kontrollieren? Also wenn ich jetzt der Captain bin, nur angenommen, und mein Ingenieur macht da irgendwie Blödsinn, kann ich dann auch mit dem System herausfinden, dass der das war? Oder ist es dann... Wenn du es verstehst, ja. Wenn du es nicht verstehst, hast du ein Problem. Dann kann der da alles machen und kann dir praktisch das gesamte Raumschiff außer Kraft setzen. Okay. Also gilt da auch so diese Freiheitsregel. Aber da wären wir dann wieder beim Thema Rating-System. Gerade wenn ich jetzt mit random Leuten unterwegs bin, die ich jetzt vielleicht nicht kenne und ich brauche aber eine Crew, dann wäre es ja cool, ne, da irgendwie eine Art internes Rating zu haben oder irgendwas in diese Richtung, dass ich sehen kann, ist das jemand, der das kann oder ist das irgendein Troll? Weil das ist ja sonst schwer zu unterscheiden. Ja. Ne? Aber da wären wir halt schon wieder komplizierter oder komplexer. Mhm. Und da müssen wir dann schauen, was es dann am Ende ins T0 schafft. Weil, muss man auch wieder sagen, um das wiederzuholen, das ist unser Initial-Release. Das heißt, da mag es manche Dinge noch nicht geben, ja, die aber schon geplant sind. Das heißt, ne, um wieder auf das NPC-Thema zurückzukommen, das heißt nicht, dass wir keine NPCs machen. Niemals, nie. Mhm. Das heißt einfach nur, jetzt noch nicht. Das heißt, in der Zukunft, ja sicher, wir müssen das unterstützen. Weil wir können nicht davon ausgehen, dass jeder 20 Freunde hat, wenn man jetzt eine Idris oder so vollstopfen möchte mit Leuten. Das können wir nicht voraussetzen. Aber zumindest, wir wollen es erlauben, dass Leute das zum ersten Mal spielen können. Wir sind ja immer noch an dem Standpunkt, dass manche Dinge einfach nicht da sind. Und diesen Bereich wollen wir ja lösen. Dass einfach mal die Dinge, die Leute gerne spielen wollen, dass die da sind, die ausprobiert werden können. Und dann sehen wir auch eventuell, ja, funktioniert das so? Oder müssen wir jetzt unsere Prioritäten umstimmen und eventuell doch eher NPCs einführen? Das sind ja alles so Überlegungen, die dann erst passieren können, wenn wir das dann sehen, wie es sich dann tatsächlich spielt. Also ist quasi jetzt erstmal die Hauptpriorität jetzt für die nächsten Patches sozusagen von den Gameplay-Mechaniken erstmal die Tier-0-Sachen so reinzukriegen, dass es erstmal funktioniert, auch wenn es noch nicht so ist, wie man es vielleicht gerne hätte, aber dass es erstmal gespielt werden kann, dass man es testen kann und dann darauf quasi zurückzukommen und das dann nachzuiterieren quasi.
Genau, das ist auf jeden Fall unser Ziel, dass wir die Professionen, die jetzt zum Beispiel noch fehlen, dass wir die jetzt auch langsam liefern und dann praktisch einmal die Loop, also ne, alles, was so zusammengehört, dann auch mal endlich zusammen spielen können und dann darauf in die nächsten Schritte reinzugehen, sodass es dann irgendwie noch spannender wird, eventuell komplexer oder dann auch mit dem Aspekt mit, ja, überlegen, ja, wie passen NPCs denn in das gesamte Bild hinein? Ich denke, der Dan hat das mal, als wir das allererste Mal das Energiemanagement gezeigt haben, da hat ja der Dan Truffin damals im ISC ein Interview gegeben. Und da hat er ja auch gesagt, erstmal muss man schauen, dass die Grundidee Spaß macht. Genau. Und ich denke, das ist, sag ich jetzt mal, ich habe oft es gehabt, dass Spiele irgendwas entwickelt haben und dann habe ich es am Ende gespielt und es hat irgendwie keinen Spaß gemacht. Und ich finde eigentlich, das ist eine tolle Sache, dass wir als Spieler wirklich die Chance haben, Sachen in Tier 0 mitzubekommen, weil. Und da helfe ich auch Ihnen beim Feedback sammeln. Wenn was nicht Spaß macht oder wenn was super geil ist und man will mehr davon, dann hat man einfach dadurch die Möglichkeit, das Feedback zu geben. Und das landet dann auch beim Thorsten zum Beispiel auf dem Schreibtisch. Dickes Versprechen, Thorsten, ich rede viel. Das stimmt. Also, das stimmt tatsächlich. Ja, und dann baut man darauf auf. Dann sieht man, oh, okay, wir brauchen NSCs doch irgendwie. Teamen sich die Leute nicht so ab? Warum teamen sie sich nicht ab? Was können wir machen? Können wir die NSCs zum Beispiel, ne, jetzt mal, die NSCs sind jetzt ein Beispiel, weil es gerade so aktuell ist, hier im Chat. Aber aufbauen, schichtenweise mehr Komplexität reinbringen, aber dafür sorgen, dass es am Anfang Bock macht. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Ja, das ist, kann ich nur bestätigen. Das ist gerade das Wichtigste, dass all das, was wir gerade herausgeben, dass es Spaß macht. Das ist ja auch ein Spiel, also klar, das muss Spaß machen. Ich schaue gerade mal so ein bisschen durch den Chat nach einigen Fragen. Sorry, Freunde, wenn ich hier nicht alles schaffe. Was haben wir hier? Ich weiß nicht, ob ihr da was sagen könnt. Nur ganz kurze Antwort. Ich gehe mal so ein paar Fragen durch, die ich jetzt hier noch sehe. Wenn ihr es nicht wisst, dann sagt einfach, wissen wir nicht. Es wurde mal gesagt, Starter-Packages, also dieses Star Citizen Digital Download, was in den Game-Packages drin ist, wird später mal zu einem Charakter-Slot oder NPC. Ist das noch der Plan? Wisst ihr da, könnt ihr da was sagen? Habe ich im Moment keine Info zu. Ich weiß, das war die letzte Aussage. Es wurde nichts Gegenteiliges mehr behauptet seitdem. Ich habe auch nichts anderes weiteres gehört aktuell. Aber es wurde auch schon sehr, sehr lange nicht mehr drüber gesprochen. Ja, okay, gut. Können wir Salvage-Material raffinieren? In 3.18 oder dann später. Rapinieren in 3.18, nein. Okay. Mal noch was schnell hier auf die. Ah ja, genau. Für Casual-Spieler, die nicht viel Zeit haben, da gibt es ja auch jede Menge, auch bei anderen MMOs, meistens sogar mit die größte Gruppe. Wenn man sich jetzt mal das, oder ich weiß nicht, Thorsten, wenn du das dir mal vorstellst, du weißt ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ringsrum zu dem ganzen Ressourcenmanagement und dem Multicrew-Gameplay. Wenn ich ein großes Schiff habe, sagen wir, ich habe eine Hammerhead oder irgendwas noch Größeres und ich möchte jetzt eine Mission machen und die dauert halt irgendwie normalerweise 3, 4, 5 Stunden mit Crew einladen und allem drum und dran. Gibt es dann auch eine Art Alternative, die ich auch spielen kann, die vielleicht nicht ganz so rentabel ist? Aber wo ich als Casual-Spieler damit noch irgendwie was machen kann, oder wird es eher sehr viel zeitintensiver werden durch die ganzen Mechaniken? Das eine hat mit dem anderen, glaube ich, weniger zu tun. Das eine ist eine Mission, die lange dauert, und das andere ist praktisch die Vorbereitung, die du dann auf dem Schiff siehst. Oder wie habe ich dich jetzt zu verstehen da? Naja, also es gibt normalerweise in MMOs gibt es ja immer Casual-Content, der ist recht schnell und einfach zu machen. Und dann gibt es so ein bisschen diesen Hardcore-Content, wo, wie, ich sag mal, WoW, wo ich jetzt 5, 6 Stunden raiden muss und sonst kann ich halt nicht mitmachen, ne? Es gibt halt die Sorge, dass es für Casual-Spieler dadurch, dass die größeren Schiffe Ah, immer. okay. Ja, Ja, okay. also habe die Frage jetzt verstanden. Wir wollen sicher gehen, dass die Casual-Spieler nicht überfordert sind mit den Gameplay-Mechaniken, die wir mit das Engineering. Also unser Ziel ist dieser Klischee-Approach oder diese Klischee-Herangehensweise mit easy to learn, hard to master. Das heißt, wir wollen, am liebsten hätten wir keine Einstiegshürde fürs Engineering-Gameplay. Wir werden eine haben.
Das ist nicht von der Hand zu weisen, aber wir wollen die so gering halten wie möglich. Das heißt, wir wollen es, eventuell schaffen wir es sogar dadurch, Leute zu interessieren für diese Mechanik und dann ein bisschen mehr Zeit investieren. Aber wir wollen auch Spieler belohnen, die da richtig viel Zeit investieren wollen. Wir wollen denen einen kleinen Vorteil geben über anderen Spielern, die einfach keine Zeit da rein investieren wollen. Mhm. Das heißt dann aber auch im Umkehrschluss, ja, sicher, wenn du als Casual-Spieler, also wenn du als Spieler, der jetzt nicht gerade die Zeit investieren hast, ist sicher, du kannst dein Raumschiff immer noch effektiv führen. Wirst dann aber eventuell in manchen Bereichen oder in manchen Situationen kleinere Nachteile haben, aber wirst immer noch in der Lage sein, diese Probleme zu lösen. Okay. Eine allerletzte Frage noch ganz schnell, bevor du oder ihr weg müsst, weil du hast gerade 18:30, musst du los, 19:30. Nee, ich muss meinen Zug erwischen. Genau, ganz kurze Frage, ganz schnelle Antwort, wenn ihr mögt. Was ist jeweils für euch beide das wichtigste Feature aus persönlicher Sicht, was wir in den nächsten Monaten erwarten? Für mich ist File Scraping. Freue ich mich sehr drauf. Okay. Das, ich spiele es ja jetzt die gesamte Zeit schon. Es tut mir leid, dass ich da jetzt ein bisschen teasere, aber es ist für mich total entspannt. Also selbst, also ich erwische mich teilweise, wenn ich dann abends nach einem harten Arbeitstag dann noch am Rechner sitze und dann einfach noch ein bisschen, oh, ziehen wir noch die Hülle von der C2 ab. Es ist, Entschuldigung, ich stelle mir so geil vor. Für mich Energy Management. Ich stehe drauf, mit Kumpels zusammen zu zocken und Halligalli bis zum geht nicht mehr in jedem Multicrew-Schiff zu machen. Desto mehr die da machen können, desto mehr Blödsinn man auch machen kann. Oder dann halt auch, ist ja nicht nur von, ne? Aber man will ja dann auch am Ende geil zusammenspielen und dann besser sein vielleicht auch als die andere Truppe, der man begegnet. Aber alles, was irgendwie Multicrew-Gameplay supportet, habe ich Herz in den Augen. Absolut. Das kann man mir gut vorstellen. Ich würde auch gerne salvagen. 3.18 ist hoffentlich bald da. Wir werden sehen. Hoffen wir alle. Ich danke euch. Tun unser Bestes. Ja, das davon gehen wir aus. Und die Evocati ist natürlich auch. Vielleicht darf ich auch irgendwann mal mit mischen dabei. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so viele Fragen hier beantwortet habt. Ich würde mich freuen, wenn wir sowas nochmal machen in Zukunft irgendwann, wenn es wieder so gut passt. Und ja, wenn ihr noch was sagen wollt. Genau, also wir waren bestimmt nicht das letzte Mal, also irgendwie bei dir mal zu Besuch. Jungs und Mädels da draußen, vielen Dank für den Support. Ich weiß, es dauert manchmal, ich weiß, manchmal stimmt man nicht mit der Prioritätensetzung bei allem überein. Wir sind genauso Zocker wie ihr und wir wollen einfach das Spiel machen, worauf wir gefühlt schon unser Leben lang warten. Und vielen Dank für euren Support. Ja, danke auch von meiner Seite. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Feierabend jetzt, hoffe ich, und ein gutes Wochenende und dass ja, du dazu noch schaffst. Aha, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ja, na gut. Gut. Also, dann vielen Dank, dass du da wart und bis demnächst. Jo, bis ciao. Dann, Leute. Ciao. Tschüss. 65 degrees, last time I is, I was down on my knees. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your own?